Damit ihr sehr gut durch die Weihnachtszeit kommt, haben wir hier heute noch ein kleines exklusives Interview für euch. Und zwar habe ich euch einen Showgast mitgebracht, den ihr ja hoffentlich schon gesehen habt. Herzlich willkommen, Jens Keller. Schön, dass du hier bist. Hallo, grüß dich. Wir wollen uns mal ein bisschen über dich und deine Vita unterhalten, aber die viel wichtigere Frage ist natürlich erstmal, wie geht's dir? Mir geht es gut, wenig Stress aktuell und ja, viel zu tun außerhalb vom Fußball und alles wunderbar. Genießt du es auch jetzt mal so ein bisschen ruhiger zu fahren, was die Trainerstation anzugehen? Oder möchtest du auch so langsam wieder einen Trainerjob haben? Wie sieht es da bei dir aus? Ja, langsam. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen wieder raus und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, langsam wieder was zu machen. Aber es muss einfach passen. Ja. Es muss einfach das Richtige kommen und ansonsten kriege ich es auch alles ganz gut so gestellt. Also du hast auch auf jeden Fall Lust, absolut, mal wieder einen Trainerjob zu übernehmen? Klar. Wenn du dich jetzt nochmal auf die Bank setzen würdest, möchtest, hast du schon gesagt, was wären da so deine Anforderungen? Hast du da ein bestimmtes Profil, was du suchst? Vom Verein her, oder? Mhm. Ja, es muss einfach stimmen in Form, dass in dem Verein irgendwas bewegt werden möchte, egal in welchem Bereich, ob du jetzt sagst, du willst irgendwie oben angreifen, du willst gegen den Abstieg, aber dass irgendwo ein Leben in dem Verein ist, dass man einfach Ziele verfolgt gemeinsam. Jetzt hast du ja auch schon viele Traditionsvereine trainiert. Was macht dieser traditionelle Aspekt eines Vereins eigentlich so besonders? Ja, gerade vor allem die Fankultur. Ja. Es ist immer Stimmung, es ist immer Leben da. Man hat eine Plattform, die Leute interessieren sich da dafür. Und vor allem ist es immer in Stadion, wo Tradition da ist, ist halt auch eine Stimmung von den Fans. Was unheimlich wichtig ist, finde ich, für eine Mannschaft und für die, ja, das Kribbeln und das Adrenalin. Was mich immer interessiert hat, als jemand, der auch als Fan dann immer diese Pressekonferenzen guckt, nerven die eigentlich als Trainer? Ja, das kommt drauf an. Wenn es nicht so läuft, dann nerven die deutlich, klar, weil dann kritische Fragen gestellt werden. Auch das gehört dazu, aber man muss halt immer schauen, dass es auch ein gewissen Niveau bleibt, einen gewissen Respekt man gegenseitig hat. Und das ist halt öfters dann mal nicht der Fall. Ja, was hast du da was konkret im Kopf? Nein, konkret nicht, aber ich meine, gerade die Schalke-Zeit war natürlich unheimlich schwierig, waren sehr viel Fragen, die teilweise unter der Gürtellinie waren, obwohl wir eigentlich gar nicht schlecht performt haben in der Zeit. Kommen wir gleich nochmal drauf, ja. Und deshalb, ja, nerven die, aber das gehört einfach zu dem Job dazu und ist ja auch wichtig. Wir leben ja auch mit von der Presse. Fällt dir vielleicht eine so eine Pressekonferenz oder eine Zeit, du hast jetzt schon Schalke leicht angesprochen, rückwirkend ein, wo du dir schon mal gedacht hast, oh Gott, da muss ich jetzt morgen hin, da habe ich ja jetzt mal gar keine Lust drauf. Fällt dir da ein bestimmtes Szenario ein? Da ist ein Szenario, da war ich beim Doppelpass, haben wir verloren gegen Hoffenheim und bin einen Tag später zum Doppelpass und habe noch mit den Verantwortlichen drüber gesprochen. Er sagt, wenn ihr euch aber überlegt, mich freizustellen, dann muss ich jetzt nicht in die Sendung. Nein, nein, alles gut. Und kurz nach der Sendung oder einen Tag später wurde ich freigestellt. Das war dann schon, wo du wusstest, dass die Sendung kritisch war, aber da habe ich mich gestellt. Das ist für mich kein Problem, das gehört dazu, aber das war dann weniger schön. Du hast ja gerade deine Entlassung bei Schalke schon angesprochen. Die kam ja auch für einige Fans damals überraschend. Du hast die Mannschaft zweimal in die Champions League geführt. Der Saisonstart war jetzt nicht so berauschend, aber war jetzt auch nicht unterirdisch schlecht. Warst du damals auch von den Verantwortlichen ein bisschen enttäuscht? Man muss immer dazu erklären, es war klar irgendwo, dass der Saisonstart unheimlich schwierig wird. Wir haben mit die meisten Nationalspieler gehabt, außer Bayern München und Dortmund. Bayern konnte es auffangen, wir hatten keine richtige Vorbereitung und da war es klar, dass holprig war. Dortmund war zu der Zeit noch hinter uns, als ich freigestellt worden bin. Und deshalb war es schwierig, in die Saison zu kommen. Das gibt ja auch Gründe dafür. Und es war irgendwo abzusehen, es wurde lange, ich habe mich immer wieder eigentlich irgendwo aus der Schlinge rausgezogen. Es war öfters schon die Situation, wo es geheißen hat, dass sie wahrscheinlich handeln werden, aber dann haben wir immer entscheidende Spiele gewonnen und klar hätte ich noch gerne weitergemacht, aber das ist nun mal in dem Geschäft so, es gehört dazu und wenn die Verantwortlichen andere Ideen haben, ja, dann bist du als Trainer das schwächste Glied. Oft hört man ja auch, dass Trainer so ein bisschen wie der Herbergsvater einer Mannschaft sind. Hast du auch das Gefühl, dass man manchmal Spieler so richtig erziehen muss? Ja, erziehen, es kommt darauf an, in welchen Bereichen. Ja. Du musst ihnen aber ja irgendwas vermitteln und das ist ja die Erziehung. Ja. Man muss gewisse Werte der Mannschaft und dem Team vermitteln und das hat jetzt nichts mit Erziehung im Allgemeinen zu tun, aber so gewisse Werte, die man selber vorlebt, die man auch gerne in einem Team haben möchte, ja, die solltest du schon in die Mannschaft reinbringen. Also du selbst glaubst auch, dass deine Rolle als Teamleiter dann so ein bisschen darüber hinausgeht als dieser klassische Fußballlehrer?
würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Du hast als Trainer musst du viele Facetten bedecken. Das ist, Spieler sind unterschiedlich, man muss auf die einzelnen Spieler eingehen. Man muss jeden Spieler irgendwo anders nehmen. Und ich denke, das ist die große Qualität, dass man aus den Spielern das Maximale rausholt, dass man auf sie auch individuell eingeht. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen was erlebt in deiner Trainerlaufbahn. Hast du vielleicht ein Spiel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Dein bisheriges Karriere-Highlight? Ja gut, ein Highlight ist natürlich, wenn du auf Schalke Trainer bist und du gewinnst gegen Dortmund. Ja, das ist natürlich immer was Besonderes. Und ich habe damals vier Spiele gemacht. Zwei Siege, ein Unentschieden, nur eine Niederlage. Und die Siege ist natürlich immer was ganz Besonderes. Ja. Gab es vielleicht auch ein Spiel, wo du das Gefühl hattest, boah, da wurde ich vom gegenüberliegenden Trainer mal richtig outcoached? Hast du da was in Erinnerung? Wenn du verloren hast, hast du immer das Gefühl gehabt, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Aber jetzt, dass es speziell, wo ich jetzt auf ein Spiel zurückblicken kann, würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Aber hast du vielleicht einen Spieler, den du vielleicht vor dem Spiel gar nicht so auf dem Zettel hattest, wo du dir gedacht hast, boah, also so eine Leistung habe ich auch noch nicht gesehen, vielleicht gegen einer deiner Mannschaften? Ja, es gab sicherlich öfters, aber auch da ist jetzt nicht, wo ich 100 Champions League, da war ich allerdings Co-Trainer, wo man hatte die Leistung erwartet, aber wenn man Messi dann live in Barcelona sieht, da sind wir nach 25 Minuten 4-0 zurückgelegen und Messi hat aufgespielt, wo du gesagt hast, Halleluja, da wolltest du als Co-Trainer von der gegnerischen Mannschaft aufstehen und applaudieren, weil die Leistung unfassbar war. Jetzt ist ja bei uns, wo wir das Interview aufnehmen, ein Tag nach dem WM-Finale. Würdest du zustimmen, dass Messi jetzt der beste Spieler aller Zeiten ist? Ja, auf jeden Fall. Der hat jetzt nochmal die Krone oben drauf gesetzt mit dem WM-Titel. Der hat ja eh schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und jetzt noch den WM-Titel und dann noch mit der Leistung, die er auch gestern wieder abgeliefert hat, ist unglaublich. Ich glaube, dass Ronaldo und Messi auf einem Niveau waren, in Anführungszeichen. Nur jetzt Messi hat es halt gekrönt mit dem Weltmeistertitel. Dann eine Frage noch an dich. Wie hast du die WM generell verfolgt, auch das deutsche Team? Natürlich komplett verfolgt, klar. WM jetzt um die Jahreszeit ist trotzdem eine komische Stimmung. Ja, mit dem Glühwein zu Hause anstatt mit dem Bier ist was anderes. Und ja, ich glaube, dass es nicht zukunftsträchtig ist, um die Jahreszeit eine WM zu spielen. Aber nichtsdestotrotz war es das größte Ereignis, was man im Fußball erleben kann, eine WM. Und deshalb habe ich schon einige Spiele angeschaut. Aber ich wünsche mir natürlich doch wieder, dass es in anderen Gefilden stattfindet. Also dann hoffentlich in 3 Jahren, wobei ist ja schon confirmed, dass es dann wieder im Sommer ist. Ja, kann auch Jens Keller wieder den Grill anmachen, ja, genau. Und vielleicht ein Bierchen nebenbei trinken. Ganz genau. Ja, es ist ja auch die Stimmung in der Stadt und wenn er dann so Fanmeilen oder irgendwas, nicht, dass ich dort wäre, aber einfach, wenn man das so miterlebt und mitzieht, ist es ja einfach deutlich schöner, wie ja, jetzt lief es so irgendwie nebenher die WM. Ein jeder, der sich ja mit Fußball beschäftigt, vielleicht Spieler, Trainer wird oder auch irgendwas drumherum macht, der macht ja irgendwo sein Hobby zum Beruf. Trifft das auf dich auch zu? Ja, nicht irgendwie, das ist faktisch so. Ja. Ich klar, als kleines Kind angefangen Fußball zu spielen, bin dann im Nachwuchsleistungszentrum zum VfB Stuttgart damals. Und ja, so ging der Weg dann als Amateure, Profi, ja, bin ausgeschieden als Profi und bin dann relativ zügig ins Trainergeschäft. Und ja, das ist mein Hobby zum Beruf und deshalb immer, wenn mich jemand fragt, ja, was machst du denn heute? Ja, ist trotzdem noch mein Hobby, ob ich jetzt im Moment arbeite oder nicht, aber ich beschäftige mich da damit, weil das einfach das ist, was ich mein Leben lang gemacht habe und was mich enorm interessiert. Fällt dir das auch manchmal schwer, dann Hobby von Beruf zu trennen oder nimmst du dir auch manchmal so bewusste Auszeiten dann vom Fußball? Ja, die musst du dir nehmen, vor allem als Trainer. Wenn du im Job bist, ist es enorm anstrengend, das zieht einige Körner und deshalb ist es auch immer wichtig, dass man sich irgendwo eine Auszeit nimmt und irgendwo auch wieder sich erdet und wieder runterkommt. Über Dinge auch nachdenkt, die man vielleicht besser machen hätte können oder was auch gut war. Und deshalb glaube ich, ist es immer unheimlich wichtig, sich diese Zeit auch zu nehmen. Wenn du eine Sache benennen müsstest, was wäre für dich der negativste Aspekt am Trainergeschäft? Ja, das ist sicherlich der Druck. Den Druck, den du von außen hast, Medien, Vereine, die Dinge erwarten, was gar nicht machbar ist, die Schnelllebigkeit in dem Job. Es wird ja nicht mehr, dass man was aufbaut, man hat ja die Chance gar nicht. Ja? Wenn du 2, 3 Spiele in Folge verlierst, fängt es ja schon an, irgendwo zu kriseln. Da geht es aber nicht darum, wie du arbeitest, sondern es geht reinweg um Ergebnis. Und das Problem ist, dass Fußball halt nach wie vor ein Ergebnissport ist und die Vereine das halt auch so sehen. Du musst Punkte holen, was logisch ist, klar, aber wenn man auch eine Entwicklung einer Mannschaft sieht, dann kann man auch dem Trainer, denke ich mal, mehr Zeit geben, um diese Entwicklung fortzufahren.
Eine letzte Frage. Was können wir in Zukunft von Jens Keller noch erwarten? Ach, um Gottes Willen, was kann man erwarten? Es kommt ja immer darauf an, welcher Job es ist. Und na, ich werde, egal was ich mache, alles 100% machen und Vollgas. Und ja, das ist meine Mentalität. Das war sie als Spieler, das ist sie als Trainer. Und deshalb kann man Jens Keller erwarten, was Jens Keller bisher gezeigt hat. Dann wünsche ich dir privat und sportlich ganz viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Und danke fürs Interview. Sehr gerne.